Hallo meine Lieben, ich bin's euer Thomas, aka Sparkoyote. Heute geht's in diesem Video darum, wie man in einem Business eigentlich anfängt oder sich auch ein Lager aufbaut, weil viele Businesse basieren ja im Prinzip auf Produkten, die man einkauft, günstig und teurer wiederverkauft. Und das kann man auf verschiedenste Dinge machen, auf Schuhe, Kleider, Videospiele, Lebensmittel, also wirklich alle möglichen Dinge. Und ich möchte so ein bisschen erklären, wie ich damit angefangen habe, wie man das starten kann und wie man sich ein Lager, wie ich hier hinten aufbauen kann, mit Trading Card Games, Zubehör, Plüschtieren, Videospielen und so weiter. Und möchte auch so ein bisschen auch zeigen, was ich da vielleicht dabei habe, das für den einen oder anderen interessant sein könnte. Und einfach so ein bisschen aus meinen Erfahrungen sprechen, wie das entsprechend sich aufgebaut hat mit den Jahren und dass man da einfach auch klein anfangen muss entsprechend. Zunächst einmal, ich habe das Ganze begonnen vor etwa 4, 4,5 Jahren. Da war ich etwa 16, 17 plus minus. Das heißt, also ich war gerade genau etwa in diesem Alter. Und dort habe ich im Prinzip angefangen mit AliExpress oder halt mit, sag ich jetzt mal, Produkten von China importieren in die Schweiz. Es waren dann Merchandise-Dinge wie Plüschtiere oder halt auch, sag ich jetzt mal, andere kleinere Dinge wie kleine Gadgets oder Hüllen, Handyhüllen und so weiter, aber hauptsächlich nichts, also oder keine elektronischen Gegenstände. Und grundsätzlich, das hat dann auch früh angefangen, ich habe da immer jeweils nur ein bis zwei Gegenstände gekauft, dass ich nicht so ein großes Lager aufbauen muss, sprich, ich wollte die Dinge schnell umsetzen, sprich, das Lager sollte nicht zu prall gefüllt werden, weil ich wollte natürlich das meiste in Cash haben und nicht, sag ich jetzt mal, Produkte, die halt vor sich her gammeln oder einfach im Lager rumstehen, bis sie dann verkauft werden. Das heißt, ich wollte dann schnell einen Umsatz generieren, darum habe ich auch nicht so viele Produkte gekauft. Und so baut sich das dann auf. Man hat dann auch irgendwann gemerkt, okay, hey, von den Produkten brauche ich dann mehr entsprechend, weil die einfach beliebter sind und so weiter. Und mit der Zeit hat sich das dann entwickelt. Und mit der Zeit hat sich das so krass entwickelt über die Jahre hinweg. Also es ist nicht ein Prozess über Monate, sondern über Jahre. Also ich bin jetzt hier schon über 4 Jahre dabei, fast 5 Jahre, hat sich halt das Lager aufgebaut. Ihr seht jetzt hier hinten, das ist nur ein kleiner Teil des Lagers und auch hier, das möchte ich vielleicht auch mal kurz zeigen. Neu fange ich auch so ein bisschen mit Videospielen an, nicht mein Hauptfokus, aber so nebenbei, weil mir Videospiele einfach sehr gefallen. Dann gibt es halt auch solche, sag ich jetzt mal, Gems hier, Pokémon Rot in Originalverpackung noch. Sehr, sehr schön erhalten, war natürlich schon aufgemacht, aber sehr, sehr schön erhalten, mit allem komplett und so weiter, und da kommt man halt auch an günstige Angebote, und wenn ich die dann sehe, dann kaufe ich die entsprechend einfach und entscheide mich dann dazu, okay, hey, da kann ich einen guten Profit draus schlagen und so weiter, langfristig, oder auch hier, Zelda, Link's Awakening DX für den Game Boy Color, auch eine super gut erhaltene Schachtel, also da gibt's wirklich eine Menge Dinge, die man hier halt auch findet, entsprechend, wenn man einfach richtig sucht und die dann einfach kauft und, sag ich jetzt mal, wenn man die Geduld dazu hat, diese Items 3, 4, 5 oder 6 Monate oder sogar ein Jahr zu behalten, da entsprechend auch 100% Rendite darauf haben kann im Prinzip, weil man einfach das Item jetzt irgendwie für 30 Franken kauft und dann für 60 Franken nach einem Jahr wieder verkauft. Und da muss ich tatsächlich einfach sagen, da können Aktien einfach nicht mithalten, weil mit Aktien hast du halt einfach nicht irgendwie 100% Rendite oder sogar noch mehr oder auch schon nur 50% Rendite innerhalb eines Jahres oder in einem halben Jahr. Das ist halt einfach nicht möglich. Und das ist halt möglich mit solchen Produkten. Man muss einfach nur entsprechend sagen, okay, hey, man hat das Geld aber dann in physische Waren investiert und die können dann allenfalls, sag ich jetzt mal, länger oder eine längere Zeit irgendwo dann rumliegen. Das heißt, da muss man sich dann auch die Rechnung stellen, hey, wenn ich ein externes Lager habe, muss man da ja auch die Mietkosten mit einberechnen und so weiter. Momentan hält sich das ja noch alles in Grenzen, weil ich kann das hier noch lagern. Ich könnte es im schlimmsten Fall auch bei mir zu Hause lagern. Das wäre nicht so das Problem, aber es würde mich schon so ein bisschen stören. Aber es wäre auch alles ein Ding der Möglichkeit. Ich habe ja früher hier, als mein Zimmer noch hier war, habe ich unter dem Bett alles verstaut, den Großteil in Schränken und so weiter. Das hat auch alles noch geklappt. Irgendwann ist es dann natürlich so ausgeartet, werde ich hier noch ein paar Bilder einblenden, dass ich da auch einfach im Zimmer verteilt, überall auf dem Boden, hatte ich kistenweise gestapelt, weil einfach so viele Waren eingetroffen sind und so weiter und ich einfach keinen Platz mehr hatte tatsächlich in meinem Zimmer für Waren. Das heißt, man muss sich hier einfach im Klaren sein, dass wenn man langfristig, sag ich jetzt mal, mit so einem Business hier, mit physischen Produkten, vor allem auch nicht mit Produkten, die man selber produziert oder herstellt,
irgendwas machen möchte, dann muss man einfach damit klarkommen, dass man vor allem am Anfang mit sehr viel, wenig Platz vermutlich auskommen muss, weil man nicht von Anfang an direkt sich ein externes Lager anmieten kann oder irgendwie genug Platz hat. Und da muss man halt einfach, sag ich mal, den Abstrich nehmen, okay, hey, wenn dann Leute zu Besuch sind in diesem Zimmer oder was auch immer, dann sieht's halt einfach aus wie einem Puff mit Boxen, Kartons, Verpackungen und so weiter. Und ja, ich habe das halt in Kauf genommen und es hat sich ja auch, sag ich jetzt mal, einigermaßen gut ausgezahlt, die ganze Arbeit über die letzten Jahre. Ich bin ja jetzt selbstständig und ich kann meine Zeit selber einteilen. Das heißt, hier kann jeder für sich selber entscheiden, ob ich das jetzt nun richtig gemacht habe, falsch gemacht habe oder es gibt ja hier keine richtig oder falsch, aber ich sage jetzt mal, da kann ja jeder seine eigene Einschätzung oder Meinung über mich haben, aber ich finde, ich habe das gut gemacht und ich freue mich auch, dass ich das machen darf, weil es ist wirklich eine Leidenschaft von mir und es gefällt mir auch super und eben ihr seht hier alles Produkte, die mir super gefallen, das sind halt Yu-Gi-Oh! Karten, Pokémon Karten, Zubehör und so weiter, das ist halt alles, sag ich jetzt mal, in meinem Gebiet, in meinem Fachgebiet, in meinem Interessengebiet, das gefällt mir, Videospiele natürlich, hier haben wir auch noch ganz viele andere und das ist ja nur ein kleiner Teil, ich werde jetzt ja hier auch im Video auch so ein bisschen zeigen, entsprechend, ich kann ja mal die Kamera vielleicht ein bisschen drehen, da gibt's auch noch ganz viel, also da haben wir wirklich alles, was das Herz begehrt, sage ich jetzt mal so. Und ja, ist tatsächlich so. Und das braucht halt wirklich Zeit, um das dann aufzubauen, dieses Lager. Und das ist ja wirklich nur ein kleiner Teil, den ihr jetzt gerade gesehen habt. Also hier hinter der Kamera gibt's noch viel. Da werde ich dann noch einblenden. Und also das ist wirklich ein Prozess. Und den Prozess, den muss man einfach mögen. Und entsprechend das sozusagen mein Tipp einfach nebenbei aufbauen. Sprich, ich habe da während der Ausbildung habe ich das gemacht, während der Festanstellung habe ich das gemacht. Und ich habe das immer nebenbei gemacht. Das heißt, ich habe gearbeitet Vollzeit oder war Vollzeit in der Ausbildung und habe meine Freizeit oder einen Teil meiner Freizeit für diese Projekte genutzt. Und irgendwann konnte ich natürlich durch das angesparte Geld, durch die, sag ich mal, die gewonnene Kundschaft, durch das Weiterführen dieses Business, dieser Nebenbeschäftigung, den Schritt wagen und mich dazu entscheiden, mich entsprechend selbstständig zu machen. Und das ist halt einfach, sag ich mal, der nächste Schritt. Mal schauen, wo es mich hinführen wird. Ich werde natürlich weiter Gas geben. Und es ist natürlich so, dass ich hier wirklich viel, viel mehr Zeit investieren kann. Nicht nur in diese Projekte, sondern auch in YouTube, in meinem Blog und so weiter. Aber wie schon gesagt, das ist, sag ich jetzt mal, oder wird oder ist meine Haupteinkommensquelle momentan, das Business, mit dem ich Merchandise, Trading Card Games jetzt neu, dann auch langsam so ein paar Retro-Videospiele verkaufe. Und der Blog und YouTube ist sozusagen immer noch ein kleines Hobby nebenbei. Natürlich ganz klar, Full Disclosure hier, ich verdiene auch Geld mit YouTube und dem Blog. Aber es ist natürlich so, dass der Zeitaufwand und das Geld, das ich damit verdiene, den Braten nicht feiß machen, auch ohne das. Ich würde das gar nicht spüren, würde das wegfallen. Ich mache das tatsächlich einfach super gerne hier auf YouTube, meine Erfahrungen teilen, meine Reise teilen oder auch auf meinem Blog genau dasselbe. Und da schreibe ich natürlich auch sehr gerne. Und vielleicht auch noch für die Zukunft, da ist noch einiges an Projekten hier auf YouTube geplant. Ich habe ja, für die, die es noch nicht wissen, ich habe eine lange YouTube-Historie. Ich habe meinen ersten YouTube-Channel 2009 eröffnet, also vor gut 10 Jahren. Und da wird vielleicht noch das ein oder andere peinliche Video kommen, in ein paar Zusammenschnitten von ganz alten Videos. Und ich hoffe, ihr werdet mich da nicht zu hart dran nehmen, aber das wird noch kommen. Mich würde interessieren, ob euch das interessiert, so ein Video über meine YouTube-Historie, über die diversen Channels, die ich bisher hatte. Ich würde da so einen kleinen Zusammenschnitt machen. Und wenn euch das interessiert, gerne in die Kommentare reinschreiben und was ihr dort besonders gerne sehen wollt. Also ich hatte vielleicht so als Hintergrundinformation, ich hatte einen YouTube-Channel über Let's Plays, ich hatte einen YouTube-Channel, sag ich mal, über Spielzeug, ich hatte einen YouTube-Channel über Manga und Anime. Also ich hatte da einige YouTube-Channels auf dem Buckel und das sind insgesamt über alle Channel verteilt mehr als 1000 Videos insgesamt. Und wenn euch das interessiert, gerne in die Kommentare schreiben, dann werde ich das natürlich etwas schneller machen, wenn euch das natürlich super interessiert. Ansonsten natürlich eben gerne abonnieren, dann verpasst ihr wirklich keine Videos mehr in Zukunft und auch auf die Glocke drücken, dann gehört ihr zum Notification Squad des Finanzrudels. Ja. Und ansonsten gerne auf meinem Blog vorbeischauen, da kommen alle 3 Tage neue Beiträge online und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss, Leute.